So, servus und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Suchintention. Das ist ja ein Begriff, der öftermals im SEO genannt wird und ist ja eigentlich so was Selbstverständliches, die Suchintention eines Nutzers herauszufinden und dann richtig zufriedenzustellen. Aber ich rede heute mal ein bisschen darüber, weil ich dann doch öftermals Seiten sehe, die das nicht ganz so gut hinbekommen. Also zunächst einmal so ganz grundlegend muss man halt verstehen, wie funktioniert Google eigentlich. Google ist ein Aggregator von Inhalten im Internet und jetzt nimmt sich Google als Aufgabe, diese Informationen herauszufiltern, herauszukategorisieren und dann entsprechend, wenn ich jetzt irgendwas eingebe, das beste, passende Ergebnis mir dann auch anzuzeigen. Und da spielt die Suchintention natürlich eine extrem wichtige Rolle, weil in der Regel ist das der wichtigste Faktor, was ein gutes Ergebnis ausmacht. Früher war es vielleicht noch so, dass man in Google gut gerankt hat, wenn man einfach eine Menge an Backlinks hatte und das Keyword oft genug auf der Seite drauf hatte. Aber jetzt ist mittlerweile Google schlau genug geworden, um zu verstehen, hey, was will denn der User eigentlich, wenn der jetzt hier was auf Google eingibt? Deswegen ist ganz wichtig, sich genau diese Frage zu stellen, was ist die Suchintention bei einem bestimmten Keyword und wie erfülle ich diese Suchintention? Für wie wichtig halte ich Suchintention? Das zeige ich euch jetzt mal in einem kurzen Beispiel. Da fallen mir zwei gute Beispiele ein. Einmal das Keyword Backlink Checker. Darüber hat sogar Ahrefs ein ganzes Video zu gemacht. Nämlich, wenn jemand Backlink-Checker eingibt, ist die Suchintention ganz klar. Jemand will jetzt eine Domain analysieren und schauen, hey, was hat die für Backlinks? Und Ahrefs hatte da in der Vergangenheit einen Artikel zugemacht, also einen Blogpost, was informationell ist. Und der hat dann unten auf der ersten Seite gerankt, also ich glaube, der war Platz 8 oder 9, aber kam einfach nie hoch. Ist ja auch ganz logisch, weil das nicht die Suchintention erfüllt. Man kann da einen 10.000 Wortartikel dazu schreiben, was für tolle Backlink-Checker es gibt und worauf man achten muss, wenn man Backlinks überprüft. Aber das bringt dem User nichts, weil der was ganz anderes will. Und dann kamen die auf die schlaue Idee, hey, das trifft ja überhaupt nicht die Suchintention. Lass mal eine Landingpage erstellen, wo wir eben eine freie, eine kostenlose Version von unserem Tool den Leuten anbieten. Und da ranken wir jetzt mit Backlink-Checker für. Zack, haben die den alten Artikel entfernt. Ich glaube, die haben den sogar teilweise hier mit der Seite verschmolzen, haben die alte Seite entfernt und auf die jetzt redirected, haben jetzt hier diesen Backlink-Checker eingebaut und zack, sofort ranken die interessanterweise auf Platz 1. Noch ein viel interessanteres Keyword, was wirklich extrem hart umkämpft ist, ist eToro-Erfahrung. Wer von euch im Trading-Bereich oder bei Finanzprodukten dabei ist, wird sicherlich eToro kennen. Und für Affiliates ist das ein sehr, sehr heißes Keyword. Da finde ich es echt interessant, mal anzuschauen. Wenn wir hier sehen, ich kann das vielleicht gerade sagen, diese ganzen Seiten, die ich hier nicht auf Platz 1 ranken, sind also typische Affiliate-Seiten, die halt sehr viel PBNs benutzen. So ein Broker-Bewertung, forexbroker.de, betrugstest.com, brokerdeal.de. Ich glaube, die Leute, die in der Branche drin sind, werden die Seiten kennen. Aber auf Platz 1 rankt dann doch in der Tat ein anderes Ergebnis, nämlich finanzfluss.de. Wieso genau ranken die so gut? Wenn ich jetzt hier zwei Artikel miteinander vergleiche, nehmen wir jetzt hier einmal betrugstest.com, haben jetzt hier einen wundervollen Artikel, extrem viel schöner Content, aber es erfüllt die Suchintention nicht, weil was die Leute eigentlich sehen wollen, ist das hier, echte Erfahrungsberichte und nicht gefakte Erfahrungsberichte, das erfüllt auch nicht die Suchintention, sondern echte Erfahrungsberichte, im besten also von echten Usern, User-Generated Content und zack, so bekommt es einen Finanzfluss hin, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie jetzt keine PBNs benutzen. Die haben natürlich eine schöne Brand und werden auch sicherlich in den Augen von Google eine schöne Authority haben, aber aus Link-Power-Sicht bin ich mir ziemlich sicher, dass die Seite viel schwächer ist. Aber sie erfüllen die Suchintention und das belohnt natürlich Google. Das sind jetzt zwei gute Beweise, wie wichtig dann doch letzten Endes die Suchintention ist. Man sagt immer, ja hey, auf die erste Seite kann jeder kommen mit Backlinks und dann auf der ersten Seite, da muss man wirklich zeigen, was man drauf hat. Da muss die Seite wirklich dann die Suchintention perfekt erfüllen. Die User Signals müssen dann adäquat dazu sein und entsprechend passen und dann rankst du auch da ganz oben. Und jetzt vielleicht noch kurz,
wie analysiert man jetzt eine Suchintention? Kann man das irgendwie einkategorisieren? Wie erfülle ich die denn am besten? Zunächst einmal muss man sich bewusst machen, dass jede Suchintention natürlich komplett individuell ist. Also jedes Keyword ist ja einzeln zu betrachten. Aber man kann es eigentlich schon ganz gut einkategorisieren in informationelle Suchintention, in kommerzielle / Aktivitäten-Suchintention, in Mixed-Suchintention und in Near-Me-Suchintention zum Beispiel. Und dann fängt es schon an, dass so ein bisschen zu breit wird. So eine typische informationelle Suchintention ist, keine Ahnung, was machen gegen Erkältung. Das ist jetzt ein perfektes Beispiel für jemanden, der einfach einen Artikel sich dazu durchlesen will und dann am Ende des Artikels verstehen will, hey, was kann ich denn gegen meine Erkältung machen? Und ja, da macht es dann entsprechend nicht Sinn, irgendwie so 10.000 Affiliate-Links reinzupacken, weil die Person gar nicht die Intention hat, etwas zu kaufen. Also die höchste Conversion, die man hier vielleicht erzielen kann, ist eine Newsletter-Subscription oder dass sich die Leute halt Ads anschaut. Vielleicht, wenn man jetzt hier innerhalb des Artikels jetzt noch irgendwelche passenden Produkte einbaut, wird die Person eventuell kaufen. Aber das ist so eine Sache, die man bei informationellen Suchintentionen verstehen sollte. Da ist Affiliate nicht so das Game, um das zu monetarisieren. Einfach weil die Person nicht mit Intention reingeht, jetzt sich hier etwas zu kaufen. Anders bei kommerziellen Intents, zum Beispiel Bier kaufen. Das ist jetzt etwas, was mir spontan einfällt. Ich glaube, wenn jemand Bier kaufen eingibt, ist es ziemlich klar, was die Intention ist. Er will etwas kaufen. Und da andersherum will er jetzt nicht lernen, was man beim Kaufen von Bier beachten soll, sondern nein, er hat ein kommerzielles Interesse ausgedrückt. Das kann jetzt in dem Fall nur durch einen Online-Shop gestillt werden. Interessant finde ich das Keyword CBD-Öl. Das hat einen sogenannten Mixed Intent. Jetzt kann eine Person das eingeben und nach CBD-Öl sich informieren. Und die andere Person kann das eingeben und will jetzt CBD-Öl kaufen. Und das ist für Google eine sehr interessante Situation, weil es eben nicht offensichtlich eine Suchintention gibt, die es zu erfüllen gibt. Und da tut dann Google Folgendes. In der Regel tut dann Google beide Suchintentionen auf der ersten Startseite entsprechend anzeigen. Ich meine, nur weil man jetzt nicht auf Platz 1 rankt, bedeutet es ja nicht, dass die Person nicht das Ergebnis auch anklickt. Es kann ja sein, dass er sich informieren will, klickt auf 1, sieht, hey, das ist ein Online-Shop, das wollte ich gar nicht, klickt dann jetzt wieder auf die Suchergebnisseite und sieht dann, ah, hier haben wir einen schönen Ratgeber, den klicke ich mal an und den lese ich durch. Aber genauso gut könnte jetzt eine andere Person was anderes machen und deswegen wird dann in unterschiedlicher Gewichtung, je nachdem, welche Suchintention mehr gefragt ist, dann entsprechend hier die verschiedenen Suchintentionen angezeigt. Als SEO ist das natürlich ganz schwierig, weil man dann sich jetzt die Frage stellen muss, okay, und was mache ich denn jetzt? Da denke ich mir halt, da macht es dann einfach Sinn, sich wirklich die Top-Ergebnisse anzuschauen und wenn man danach, also wirklich 1 bis 3 und wenn man da sieht, hey, 1 bis 3 haben alle eine Suchintention gemeinsam, dann würde ich sagen, hey, dann scheiß mal darauf, was 4, 5, 6 und 7 sagt, dann macht das, was 1 bis 3 macht. Wenn das immer noch nicht schlüssig wird, sogar halt hier wie in diesem Beispiel, dann ist beides legitim und dann wird man sicherlich mit beidem auch auf Platz 1 ranken können. So, das war jetzt das Thema Suchintention umsetzen. Ich meine, das ist jetzt schwierig, da konkrete Tipps zu geben, außer zu sagen, arbeitet mit den Suchergebnisseiten, weil das ist ja in dem Sinne logisches Denken. Also das finde ich aber ist auch interessant, weil SEO ist sehr oft analytisch und das ist jetzt eher so ein kreativer Skill, wirklich herauszufinden, was will denn eine Person, wenn die jetzt irgendwas eingibt und mit was für einer Einstellung geht die jetzt da rein. Und das ist so eher dann der kreative Part von SEO, den ich auch unglaublich schön finde. An der Stelle halt mit den Suchergebnisseiten arbeiten. Das ist das beste Tool, was man hat. Also Ahrefs ist auch schön, aber das beste Tool, was man hat. By the way, Shoutout an die besten SEO-Tools-Episode, da habe ich das auch nochmal genau erklärt, ist halt die Suchergebnisseite von Google, weil sie einem einfach alles so erzählt, was man wissen muss. Jetzt noch gerade ein Punkt. Kann ich meine Suchintention irgendwie kontrollieren?
damit ich sicherstellen kann, hey, ich mache es richtig. Also die beste Kontrolle ist, wenn man natürlich oben rankt. Da sagt dann Google eigentlich aus, hey, du machst alles richtig. Allerdings, das muss man an der Stelle auch sagen, gibt es sicherlich manche Nischen oder einfach manche Keywords, wo es nicht genug Seiten und Informationen gibt, dass Google da wirklich die Suchintention genau einschätzen kann. Und in so Fällen kann es halt dann wirklich sein, dass dann echt alles ranken kann und die Suchintention extrem gemischt ist. Aber in der Regel, wenn man gut rankt, dann ist es ein gutes Zeichen, dass man die Suchintention richtig erfüllt hat. Und wenn man eben nicht gut rankt, und damit meine ich jetzt so entweder Top-Platzierung auf der zweiten Seite oder unten auf der ersten Seite, dann muss man sich Gedanken machen, okay, liegt es jetzt vielleicht, dass ich nicht so viel Link-Power habe, oder liegt es, dass die User-Signals nicht gut sind, weil ich die Suchintention nicht entsprechend erfülle. Ja, was natürlich auch ein Szenario sein kann, ist, dass man die Suchintention perfekt erfüllt, allerdings einfach die Seite noch extrem jung ist, nicht viel Authority hat, eben nicht so viele Backlinks, einfach nicht bekannt ist und vielleicht dann auch in der Nische ist, die von sehr vielen anderen starken Gegnern umkämpft wird. Da kann man jetzt nur schlecht kontrollieren, ob ich die Suchintention perfekt erfülle, obwohl ich halt auf Platz 40 ranke. Aber ja, in der Regel, wenn man gut rankt, ist es ein gutes Zeichen. So, und jetzt vielleicht nochmal abschließend, so was denke ich, wie die Zukunft von Suchintention aussieht. Also meine Intuition sagt mir, dass Google immer schlauer wird und einfach dadurch, dass künstliche Intelligenz und Big Data immer praktikabler werden und ineinander jetzt greifen, kann ich mir gut vorstellen, dass Google irgendwann mal basierend von vergangenen Nutzerverhalten und auch sehr vielen anderen Datenpunkten schon weiß, was die Suchintention einer Person ist, bevor sie die Suchanfrage überhaupt eingibt. Sprich, Google wird irgendwann mal so viel über dich wissen, dass Google ganz genau schon weiß, was du für ein Ergebnis sehen willst. Und da wird es dann interessant, wenn Google eben so schlau ist, weil das sagt ja dann für die Suchintention aus, dass Google wirklich dann weiß, was du sehen willst. Und da merkt man einfach, dass die Suchintention genau zu treffen eben extrem wichtig sein wird und noch viel, viel wichtiger in den nächsten kommenden Jahren. Und dass dann eben Seiten, die Suchintention nur marginal nicht so gut erfüllen wie jetzt eine andere Seite, entsprechend gar nicht von Google berücksichtigt werden. Und allgemein, dass das ganze Thema viel personalisierter wird, sprich, dann kann eben vielleicht auch eine Person, keine Ahnung, bei einem informatiellen Intent werden sicherlich drei schöne Ergebnisse ranken und die werden auch alle mehr oder weniger schöne Inhalte haben, aber es kann vielleicht sein, dass der User genau eine Seite immer wieder präferiert über den anderen beiden, weil das einfach minimal andere Informationen hat und dass es einfach personalisierter wird und dann eben die anderen beiden Seiten, die vielleicht für andere Personen die perfekte Suchintention haben kann, für die persönliche Person, für die spezifische Person eben nicht die beste Suchintention hat. Dass das Ganze viel noch persönlicher wird. Also es wird dann nochmal, ich sag mal, segmentierter, wer jetzt Traffic bekommt und wer nicht. Und halt basierend auf künstlichen Intelligenzen einfach Google schlauer wird und ganz genau weiß, was du willst. Und die Seiten, die gar nicht die Suchintention erfüllen, werden irgendwann mal gar keine Bedeutung mehr bei Google haben und gar keine Besucher mehr haben. Ja, das war's zum Thema Suchintention. Ich hoffe, das Thema wurde jetzt ein bisschen klarer und vor allem auch die Bedeutung von der Suchintention ein bisschen klarer. Von daher, ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal, dein Richard. Ciao, ciao.